Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Heute gibt es nach langer Zeit mal wieder etwas Herzhaftes aus meinem Ofen. Wenn ihr also eine Kleinigkeit für eure Silvesterfeier oder für eine andere Party sucht, dann ist das hier genau das Richtige. Meine gefüllten Partybrote oder Partytaler sind auch ganz leicht zuzubereiten. Wir nehmen einen Hefeteig, stechen Form aus und füllen ihn dann mit Paprika, Käse, Salami, also mit allem, was euch und euren Gästen am besten schmeckt. Doch bevor wir loslegen, abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den Hefeteig brauchen wir 150 Gramm Mehl Typ 405, 100 Gramm Mehl Typ 1050, 8 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei, 4 Gramm Trockenhefe, 100 Milliliter warme Milch und 50 Gramm flüssige Butter. Zuerst kommen die trockenen Zutaten in die Schüssel und werden miteinander verrührt. Beide Sorten Mehl. Zucker. Salz. Und Hefe. Dann gebe ich Ei. Warme Milch und flüssige Butter dazu und verknete alles miteinander. Ob der Teig fertig ist, erkennt ihr daran, dass sich leicht vom Knetag lösen lässt und nicht mehr klebt. Aus dem Teig forme ich eine Kugel und bestäube sie mit Mehl. Die Schüssel decke ich mit einem Tuch ab und stelle sie etwa 45 bis 60 Minuten an einen warmen Ort, also so lange, bis sich der Teig verdoppelt hat. Die Wartezeit nutzen wir aus und sammeln alles, was wir für die Füllung brauchen, zusammen. Und da auch nur einiges klein zu schneiden ist, bereiten wir es auch gleich mit vor. Da wir nur kleine Partybrote haben, sollten die Stücken auch wirklich klein geschnitten werden. Nach einer Stunde hole ich den Teig aus dem Ofen. So sollte er jetzt aussehen. Der Teig muss noch einmal kurz durchgeknetet werden. Dazu bemühe ich mir meine Arbeitsfläche. Und dann geht es auch schon los. Zum Ausholen bemühe ich mir auch noch mein Nudelholz. Der Teig sollte 3 bis 5 mm dick werden. Zum Ausstechen brauchen wir zwei verschiedene Größen, da der obere Teig etwas größer sein muss. Damit der Teig nicht am Glas kleben bleibt, tauchen wir dieses noch einmal in Mehl. Und nun kann gefüllt werden. Mit einer Gabel lässt sich der Rand sehr schön schließen. Unsere kleinen Brote werden jetzt für 10 bis 13 Minuten bei 180 Grad im vorgeheizten Ofen gebacken. Die Partybrote sind fertig. Ihr könnt sie in dieser Form zubereiten, als Blume oder Partysonne.
oder in dieser Form. Auf jeden Fall solltet ihr unbedingt aufpassen, das Backblech ist furchtbar heiß. Zur Füllung kann ich sagen, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Die Reste vom Weihnachtsbraten, Pilze, Thunfisch, Gewürzgurken, Ananas oder Blauschimmelkäse, also wonach euch gerade ist. Ihr könnt auch eine süße Variante draus machen, dann füllt ihr die einfach mit Nuss-Nougat-Creme oder Marmelade. Für den Teig solltet ihr aber etwas mehr Zucker nehmen, und zwar statt 8 Gramm 40 Gramm. Die angegebenen Zutatenmengen reichen für 14 Brote in dieser Größe. Ja, dann würde ich sagen, hole ich mal einen Teller und ein Messer und dann schneiden wir alle auf. Hier haben wir die Salami-, Käse- und Paprika-Füllung, hier die Kochschinken-Käse-Füllung und hier die süße Füllung mit Nuss-Nougat-Creme. Wenn ihr noch eine Kleinigkeit für eure Party braucht, probiert doch einfach mal diese Partybrote aus. Die kann man sogar warm essen. Das Rezept dazu findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!